Dann erwähnte Ibn al-Qayyim rahimahullah die Demut. Wie ich bereits sagte, die Demut hat im Arabischen wird Demut für zwei Begriffe benutzt. Einmal Khushu', Demut im Gebet, das ist aber damit hier nicht gemeint, sondern Demut als Gegenteil von Hochmut, also Tawadu'. At-Tawadu' bedeutet, dass man nicht angibt, nicht arrogant ist, nicht hochmütig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte diese Eigenschaft, indem er sagte, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Und die Diener des Gnädigen, also die Diener des Barmherzigen, sind jene, die auf der Erde demütig gehen. Also nicht hochmütig, nicht prahlend, ja, sondern demütig auf der Erde gehen. Und Ibn al-Qayyim sagt, erwähnte den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, keiner wird ins Paradies eintreten, der im Herzen auch nur ein Senfkorn, Dharra, ein Atom, ein Stäubchen an Hochmut besitzt. Kibr, also Hochmut, ist ja Gegenteil von Tawadu. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass wir nicht hochmütig sein dürfen, dann bedeutet das, wir müssen demütig sein. Mutawadi', also der Demütige. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war demütig, und zwar hat er zum Beispiel Kinder begrüßt. Es gibt Leute, die denken sich, warum soll ich mit Kindern reden? Ja, ich bin was Besseres, ich brauche nicht mit kleinen Kindern zu reden. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, sondern wenn er Kinder sah, hat er sie begrüßt, hat mit ihnen geredet. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass vielleicht sogar ein Mädchen seine Hand nahm, ja, und mit ihm rumgelaufen ist, und dann ist er mit ihr gegangen. Ja, also kleine Mädchen, ja, die haben ihn an die Hand genommen und wollen einfach mal rumlaufen. Er hat ihn nicht gesagt, lass jetzt los hier, ich habe keine Zeit für dich, sondern er hat sich also die Zeit genommen. Das ist Demut, dass du dir die Zeit nimmst, auch wenn es Kinder sind, ja, oder Menschen, die vielleicht nicht deinen gesellschaftlichen Rang haben, aber trotzdem, dass du mit jedem gut umgehen kannst. Ebenso hat er sich eingesetzt zu Hause, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er war sich also nicht zu fein, dass er sagt, nee, zu Hause werde ich nicht helfen. Das heißt natürlich nicht, dass er jeden Tag von morgens bis abends geputzt hat. Und das ist wieder, hier möchte ich das nochmal erwähnen bei den Eheleuten, sowohl die Männer als auch die Frauen suchen sich dann immer die Sachen Ayat oder Hadith aus und verallgemeinern das immer so, als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer so war oder immer so war. Nein, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mal geholfen, aber es war jetzt nicht so, dass er von morgens bis abends gekocht hat, geputzt hat und so weiter und so fort. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat den Staat regiert. Ja, der hatte gearbeitet, der hatte Dauer gemacht, der hatte Vorträge gehalten, der hat Fragen beantwortet, aber er hat ab und zu geholfen. Und das heißt, dass Männer auch ab und zu helfen sollten. Und er hat auch seine Kleider repariert, ja, wenn da irgendwie ein Riss war oder so, also genäht. Er hat die Schafe gemolken und so weiter und so fort, Futter gegeben an die Tiere. Er hat gegessen mit seinen Arbeitern, Helfern. Ja. Das heißt, er hatte keinen eigenen Tisch. Ja. Er saß mit den Leuten und er saß auch mit den Bedürftigen. Und er hatte sich eingesetzt, das heißt, er half den Witwen und den Waisenkindern, wenn sie was brauchen, weil eine Witwe hat ja niemand sehr oft, ja, wenn sie weder Vater noch Bruder hat, ihr Mann ist verstorben, vielleicht hat sie kleine Kinder. Das heißt, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihnen geholfen, wenn er ihnen etwas kaufen sollte oder irgendwas ähnliches. Er begann mit dem Salam, wenn er jemanden sieht, er beginnt mit As-Salam und er erwidert die Einladung, also wenn jemand ihn einlädt, ja, dann sagt er zu, natürlich wenn er kann. Und das sind einige Eigenschaften, die zeigen, wie demütig der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Darum geht es. Also dieses Demut ist nichts anderes also als der Umgang mit jedem Menschen, der gute Umgang mit jedem Menschen. Hochmut bedeutet, du gehst nur mit einer bestimmten Personengruppe gut um. Die anderen vernachlässigst. Das ist Hochmut. Auch wenn du nicht denkst, du wärst. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich denke, oh, ich bin der Schönste im ganzen Land und der Klügste und der Wissendste. Es geht nicht nur um die Einstellung, dass du denkst, du wärst, sondern
Hochmut ist auch praktischer Art. Wenn du sagst, nee, ich will nicht mit diesen Leuten. Warum? Ja, die sind halt nicht so wie ich. Aber es sind Muslime, es sind gottesfürchtige Menschen. Es geht jetzt nicht darum, du sollst auch mit Drogendealern rumsitzen und so weiter. Es geht jetzt um anständige Leute. Aber sie sind nicht in deiner Liga weltlich gesehen. Ja. Bei Allah subhanahu wa ta'ala mögen sie vielleicht sogar in einer viel höheren Liga sein als du. Aber es geht jetzt um das Weltliche, dass du eben mit jedem umgehen kannst. Klein, groß, jung, alt, reich, arm, gesund, krank. Das ist dir egal. Es ist ein Mensch, also behandle ich ihn gut und ich nehme mir die Zeit für ihn. Natürlich immer im Rahmen dessen, was du kannst. Du sollst jetzt nicht mehr Zeit investieren, als du hast, mehr Geld investieren, als du hast, mehr Wissen geben, als du hast. Das heißt, immer im Rahmen dessen, was du auch kannst.